Ausbildungsbotschafter ist für die Jugendlichen, wie der Name schon sagt, ein Botschafter. Das heißt, er überbringt die Botschaft, hey, mach doch eine Ausbildung, kümmere dich darum, was möchtest du zukünftig machen. Ich weiß noch, wie es bei mir früher war und ich habe ja genauso da gesessen wie die Schüler. Deswegen ist es halt einfach so meine Motivation, die vielleicht so ein bisschen auf den richtigen Weg zu führen und mich eben so, ja, so als Beispiel oder als Vorbild dann zu nennen. Mein Beruf ist jetzt bei mir jetzt speziell der Fachinformatiker für Systemintegration. Das ist ein super Beruf, der macht viel Spaß. Ich erkläre dir jetzt, warum und warum das super ist, den Beruf zu machen. Und das Schöne dabei ist halt, wenn man dann den einen oder anderen Jugendlichen hat, die dann nach der eigentlichen Stunde, sage ich mal, dann zu einem kommen und quetschen dich nochmal gesondert aus und zeigen halt ihr Interesse und dann gehst du halt nach Hause und hast ein gutes Gefühl, weil du da vielleicht jemanden gezeigt hast, wie der Weg weitergehen kann für ihn. Ich heiße Lena, ich mache meine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hotel Jagdschloss Kranichstein und ich bin Ausbildungsbotschafterin seit letztem Jahr im Oktober. Meine Aufgabe ist es, das komplette Projekt zu organisieren. Also das heißt zum einen die Einstiegsschulung, die ja jeder Botschafter mitmachen muss zu Beginn, die wird von mir organisiert und ich bin so ein bisschen der Ansprechpartner für alle Parteien, die es da gibt, also für die Ausbildungsbotschafter natürlich, aber auch für die Lehrer an den Schulen, mit denen ich die Einsätze dann gemeinsam plane und für die Unternehmen, die uns ihre Azubis als Ausbildungsbotschafter entsenden. Ich habe Ausbildungsbotschafter in Maßnahmen besucht und auch da wieder gesehen, nachdem sie meine Schulung besucht hatten, und das war der Knaller. Warum? Die haben mich selbst überrascht, weil sie unheimlich sicher geworden sind in dem, was sie getan haben. Und das ist übrigens das Geniale an diesem Format, weil du hast nicht mal eine kleine Präsentation, die du hältst und dann guckst du, ob du besser geworden bist oder nicht, sondern du hast mehrere Präsentationen und mit jeder Präsentation reifst du. Genau, also ein besonderes Goodie bei den Ausbildungsbotschaftern ist eben, dass es einmal im Jahr einen Ausbildungsbotschafter-Refresher gibt. Schwieriges Wort. Das heißt, da kommen wirklich alle Ausbildungsbotschafter mal zusammen. Das sind mittlerweile über 200 Stück. Und da kann man vor allen Dingen die anderen auch mal kennenlernen. Also man kennt schon viele von den Einsätzen, wo man unterwegs ist, aber bei weitem nicht alle. Und vielleicht kennt man noch die, mit denen man seine Grundschulung gemacht hat, also quasi die Ausbildung zum Ausbildungsbotschafter, und die kann man da wieder treffen und da kann man sich natürlich auch austauschen. Also es ist ja so, jeder macht seine Erfahrungen in den Schulen und man spricht dann darüber, und nicht zweitrangig, sondern viel wichtiger ist, wir haben an dem Tag halt auch Spaß zusammen. Also wir waren jetzt beispielsweise im letzten Jahr in der Kletterhalle gewesen, haben da einen coolen Tag verbracht. Das ist natürlich auch so ein bisschen Teambuilding-Maßnahme gewesen. Haben noch nicht mal angefangen, sich Gedanken zu machen, in welche Richtung es überhaupt nach dem Schulabschluss dann weitergehen soll. Und wenn man es geschafft hat, denen so ein bisschen die Augen zu öffnen und dann zu erreichen, dass die dann merken, okay, es ist jetzt wirklich kurz vor knapp und ich muss jetzt mal langsam anfangen, was zu tun und mich zu entscheiden, wo es hingehen soll, dann das ist auch schon mehr als Erfolg. Ja, es ist halt so, auf den Jugendlichen wirkt viel ein und man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, was man tun soll, in welche Richtung alles geht. Und da sind wir eben Impulsgeber und das ist schon schön. Kann man auch ein Stückchen weit stolz auf sich sein. Ja.